Sie sind dran. Es ist Zeit, unseren Monopoly-Spielstand weiterzuspielen, hier auf der Nintendo Switch. Wie ihr seht, wir haben nicht viel Geld. Wir haben beim letzten Mal viel investiert, viel gebaut. Und entweder fallen wir mit dieser Taktik richtig doll auf die Nase, oder es wird sich ganz gut einpendeln für uns. Wir werden es sehen. Aber ich hatte ja erwähnt beim letzten Mal, ich möchte hier ein wenig offensiver spielen. Weil ich möchte ja auch nicht diese Playtime ist der Schlüssel zum Erfolg. Ewig weiterspielen. Weil ich vielleicht auch dann nochmal ein anderes Brett spielen möchte. Man kann ja auch die 3D-Ansicht spielen. Und das habe ich eigentlich vor demnächst. Erst dieses klassische Brett und dann dieses wunderschöne 3D-Brett. Wahrscheinlich im Freizeitpark. Achso, ich muss jetzt hier sagen, wohin. So, 5 Felder, 6 Felder oder 11 Felder. Ich kann leider noch nicht sehen, wo das 11. Feld ist. Das 5. Feld ist da vorne. 6 ist Ereignis und das 11. Ja, ich werde mal auch einfach elf weitergehen. Sie müssen den Spieler bezahlen. Ich habe da keine Wahl gehabt. Zug beenden. Viel Glück. Wenn ihr mich zwischendurch wieder schlürfen hört, liegt das daran, weil ich mir einen frischen Kaffee gemacht habe. Also so als Tipp, falls ihr Monopoly noch nicht häufig gespielt habt, spielt nicht so offensiv, wie ich das gemacht habe. Lasst euch ruhig 1, 2, 3 Runden mehr Zeit mitbauen. Sehen wir, was die Zukunft bringt. Und dann seid ihr auch nicht so vom Geld knapp gegenüber euren Gegnern, wie ich es jetzt bin. Aber für diese Playtime war mir das jetzt auch egal. Weil, wie gesagt, ich wollte jetzt das nicht ewig strecken, eine Spielbrettrunde. So erbauen wir unser Vermächtnis. Ihr Zug beginnt jetzt. So, der Emilien hat gebaut, wie ich das so vernommen habe. Ich darf ja wieder auswählen. Ich wähle mal 7. Endlich daheim. Haben Sie schon über den Ausbau nachgedacht? Das war jetzt Glück, dass das meine Straße war. Sie sind am Zug. Da hätte ich mir gewünscht, wie ich das schon mal erwähnt habe, dass wir das Spielbrett drehen können, damit wir besser sehen, wohin wir ziehen würden. Manchmal passieren schlimme Dinge. Weil ich spiele ja hier mit so vereinfachten Regeln. Da haben wir ja noch diesen roten Bonuswürfel dabei. Den gibt es ja normalerweise nicht. Je nachdem, was wir würfeln, können wir uns dann aussuchen, wohin wir oder wie weit wir vorrücken möchten. Weil ich hatte eigentlich vorgehabt, dieses klassische Spielbrett mit euch zu spielen und dann dieses 3D-Spielbrett zu spielen. Los, würfeln Sie! Aber damit wir das auch schnell hinkriegen, muss ich halt hier ein wenig offensiver spielen. Deswegen schlagt nicht die Hände beim Kopf zusammen, wenn ihr denkt, meine Güte, warum spielt der so risikohaft? Ist der Schlüssel zum Erfolg. Achso, ich muss immer auf Zug beenden gehen. Vergesse ich immer. Sie sind dran. Aber wie ist denn das bei euch? Mögt ihr denn Monopoly? Also ich habe es wirklich als Kind viel gespielt. Mit meinen Eltern, mit meinem Onkel und etc. pp. Also wenn wir irgendwie auf dem Campingplatz waren, wurde eigentlich immer am Abend Monopoly rausgeholt und gespielt.
Ich liebe es, Geld zu verdienen. So, der Mike darf jetzt noch mal. Manchmal passieren schlimme Dinge. Schlaue Investoren geben niemals auf. Jetzt ist der Emilien wieder dran. Mal sehen. Oh, mein Kaffee ist aber noch ganz schön heiß. Mir gefällt, was Sie daraus gemacht haben. Also ich warte eigentlich darauf, dass der Emilien mir mal ein Angebot für die Bahnhofstraße macht, also für die eine grüne Straße, weil dann hätte er nämlich die grünen Straßen komplett und könnte dort bauen. Aber ich habe auch nicht vor, denen das zu geben, solange es halt sich vermeiden lässt. Ihre Miete ist fällig. So, wir dürfen aber noch mal würfeln. Ihr Zug beginnt jetzt. Sie sollten bauen. Nee, bauen wollte ich jetzt noch nicht. Ich wollte gern noch etwas warten. Weil so viel Geld habe ich jetzt auch nicht. Also bald das Geld erlaubt, werden wir auf jeden Fall wieder offensiv sein. Und wieder bauen. Was sagen die Karten? Spielen wir. Also wir hatten doch schon mal gehabt, abends auf dem Campingplatz haben wir mit 4 Leuten gespielt. Und dann spielt man natürlich auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, ernster, nicht so wie ich jetzt, so offensiv. Und da kann auch so eine Monopoly-Runde einige Stunden Sie sind gehen. Zu Hause. Vielleicht sollten Sie bauen. Deswegen, da muss man sich auf jeden Fall Zeit nehmen. Mal gucken, was der Emilien jetzt macht. Der Emilien wird ganz schön offensiv langsam. Los, würfeln Sie. Machen wir. Manchmal muss man den Preis bezahlen. Ja, dann tun wir das doch. Bleibt mir ja nichts übrig. Sie sind am Zug. So, mal gucken, was der gute Mike jetzt würfelt. Eine 10, oder? Nee. Eine 14 hat er sogar. Sie hatten mit dem Geld sicher etwas anderes vor. Gibt's eigentlich noch viele freie Straßen? Ich glaube ja nicht, oder? Natürlich gefährlich, dass der Mike diese beiden blauen Straßen hier vorne hat. Die Parkstraße und die Schlossallee. Die sind zwar von allem zum Bauen sehr, sehr teuer, aber wenn man dann da drauf kommt, dann zahlt man sich wirklich dumm und dämlich. Allerdings birgt die Gefahr, wenn man dort viel baut und man zieht eine Karte zum Häuser renovieren, dann wird das richtig teuer dort. So, wir haben eine 8. Und das müsste wieder unsere Straße sein, jawohl. Sie sollten bauen. Ich kann hier leider nicht bauen.
Ja, man merkt so wirklich, es ist so gerade so eine Übergangsphase in diesem Spiel. Jeder hat so ein bisschen was gebaut, jeder hat so ein bisschen. Sie müssen den Spieler bezahlen. So ein bisschen Geld jetzt, was er so ein bisschen zur Verfügung hat. Und jetzt wird erstmal geguckt, so 2, 3, 4 Runden, wie läuft es? Und kann ich dann demnächst wieder bauen oder nicht? Obwohl ich eigentlich an Emilien Stelle wirklich wieder bauen würde. Weil er wirklich doch nicht wenig Geld hat. Aus einem zarten Pflänzchen wächst einst ein Baum. Ja, er tut's auch. Sie sind dran. So, jetzt sind wir wieder dran. Wir würfeln mal. Wie haben Sie das gemacht? So, wir dürfen aber nochmal würfeln. Spielen wir. Wir hatten ja einen Pasch. 10, 13. Wahrscheinlich komme ich jetzt auf. Nee, auf mein Feld komme ich. Wir werden jetzt auch mal. Mir gefällt, was Sie daraus gemacht haben. Wir werden jetzt auch mal ein Häuschen mehr bauen. Grundstücke verwalten. Also eigentlich baue ich ja immer ganz gerne gleichmäßig. Aber das wären 300 Geld. Ich meine, wir hätten das Geld jetzt. Wir gucken mal, bei 3 Häusern sind wir hier auf 600 Miete ungefähr. Und da auf 450, 500. Was wir versuchen können. Ich wollte erst hier eins bauen, in der Straße und da unten eins. Das ist aber auch blödsinnig. Wir werden einfach jetzt. Exzellent. Diese Reihe voll machen. Und hoffen mal, dass wir nicht ganz so falsch gelegen haben. Ihr Zug beginnt jetzt. So, mal gucken. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht der Mike dann da drauf kommt, weil der andere ist ja schon dran vorbei, der Emilien. Und es ist wie immer, wenn man baut, passieren schlimme Dinge. Dann, Investoren geben niemals auf. Jetzt hätten wir sagen können, hätten wir mal eine Wiener Straße gebaut. Das war mein erster Gedanke eigentlich, dass ich nur ein Häuschen da noch baue. Okay, diese Runde werden wir uns noch angucken und dann werde ich gleich diese Folge beenden. Aber so langsam kommt Bewegung und Spannung in die ganze Angelegenheit hier. So, jetzt sind wir wieder dran und ich würde sagen, hier beende ich diese Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es wieder heißt Monopoly. Denn langsam aber sicher wird's hier spannend. Und bis zum nächsten Mal, euer MyGamingWorld81.